Hallo, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich ein richtig cooles Video für euch und zwar kochen wir gemeinsam mit meinem neuen Schätzchen in der Küche und zwar von Krups, den Cook for Me Connect. Und zwar ist es so, nur dass ihr Bescheid wisst, wundert euch nicht, ihr seht mich jetzt gleich mit einem anderen Outfit. Ich habe nämlich gerade gemerkt, dass ich mein Intro gelöscht habe, ja. Ich bin voller Pro, aber ich kann euch sagen, dass das Video richtig spannend wird. Wie gesagt, wir kochen gemeinsam, also es gibt Gulasch und was Vegetarisches. Und ich habe noch einen kleinen Haul für euch, für den kleinen Schatz ist nämlich was angekommen. Das zeige ich euch heute alles in diesem Video, dazu wünsche ich euch schon mal ganz viel Spaß. Ich freue mich natürlich über euer Feedback und jetzt geht's erstmal zum Einkaufen. Also, viel Spaß beim Video! Hier nehmen wir mit. Hier sind Ranunkeln. Liebe ich auch. Okay, ich liebe alle Blumen hier. Also, ich komme gerade vom Einkaufen. Ihr habt es ja gesehen. Und ich habe doch tatsächlich vorhin das Gerät richtig benannt. Yay, ich bin richtig stolz auf mich. Ich habe mich natürlich ein bisschen damit beschäftigt. Und zwar am Wochenende habe ich mir das Rezeptheft hier angeschaut, beziehungsweise das Büchlein. Jetzt habe ich gerade mal geschaut. Die Rezepte, die sind hier auch abgespeichert, was ich richtig gut finde. Ich habe am Wochenende auch den Topf gespült und das Ganze, also da waren so Kleinteile dabei, die habe ich auch gespült. Hier hinten ist noch was. Ich wollte mir dann noch die App runterladen. Dazu gibt es nämlich auch eine App, habe ich gesehen. Finde ich auch richtig gut. Kann man dann auch von unterwegs sozusagen bedienen. Also sprich, man kann ihn dann anschalten, beziehungsweise das ganze Gericht wird dann auch warm gehalten, was ich natürlich auch sehr praktisch finde. Und ich würde sagen, wir testen das jetzt gemeinsam. Also wie gesagt, die Jungs bekommen Gulasch und für meinen Mann und mich mache ich das vegetarische Gericht. Und zwar dieses hier indische One-Pot-Pasta. Ja, bin ich jetzt mal gespannt. Also jetzt schauen wir mal. Ich habe das jetzt hier schon eingegeben. Indische One-Pot-Pasta. Jetzt gucken wir mal, was wir machen müssen. Für zwei Personen. Stimmt sogar. Zubereitung 10 Minuten. Garen 8 Minuten. Okay. So, das sind die Zutaten. Die habe ich ja hier vorbereitet. Dann schauen wir mal weiter. Kokosmilch. Ja, genau. Kokosmilch habe ich hier. Das müsste eigentlich alles passen. So, Zwiebeln gewürfelt. Okay, ach übrigens, ich habe mir auch Kurkuma gekauft. Das habe ich bestellt. Wartet mal, das zeige ich euch auch. Jetzt nicht speziell nur für dieses Gericht, also das ist ein Kilo. Habe ich mir hier gekauft und ich bin gespannt. Soll ja ganz toll sein, Kurkuma. Habe ich jetzt einiges von gelesen und ich möchte damit beginnen. Und zwar ab heute, also jetzt hier in dem Gericht, speziell jetzt, aber erst ab morgen und zwar jeden Morgen. Aber dazu erzähle ich euch dann in einem anderen Video was. Ich möchte es erstmal testen und ja, erzähle euch dann eben, wie ich es finde. Also gut, jetzt haben wir hier die ganzen Zutaten auf OK. Möchten Sie das Rezept starten? Ja. So, also alle Zutaten in den Behälter geben. Okay, dann machen wir das doch jetzt mal. Kichererbsen habe ich jetzt abgespült. 150 Gramm müssen rein. Jawohl. 100 Gramm gekochte Linsen. Komm. 300 Milliliter Kokosmilch. 100 Gramm Zwiebeln. Sonnenschrub darf natürlich auch nicht fehlen, ne? Damit es besonders gut schmeckt. Kleiner Spaß. Und jetzt haben wir noch 400 Milliliter Gemüsebrühe. Also, so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt machen wir das mal zu. Hier kann man es verschließen. Und jetzt steht hier, möchten Sie den Garvorgang starten? Ja. Na, aufheizen, bitte warten. Okay, bin gespannt.
So, das Gerät hat jetzt erstmal eine Weile gebraucht, bis es aufgeheizt war. Dann stand da 8 Minuten. In der Zwischenzeit habe ich jetzt schon mal das Fleisch klein geschnitten fürs Gulasch. Ihr wisst ja, dass ich das nicht mag, wenn das so große Fleischstücke sind. Die Zwiebel habe ich jetzt schon mal klein geschnitten und jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt steht noch da, dass es eben 5 Minuten dauert, bis das Gericht fertig ist. Mein Mann und ich, wir essen ja schon um 12, weil er da Mittagspause hat. Und die Jungs, die kommen erst um 2 von der Schule. Aber ich habe mir gedacht, in der Zwischenzeit kann ich das ja schon mal vorbereiten. Und ja, bin mal gespannt, wie das jetzt gleich schmeckt in 5 Minuten. Jetzt bin ich mal gespannt, was für ein Signal kommt, wenn es jetzt fertig ist. Und der wird übrigens als Multikocher beworben. Es sind über 100 Gerichte, die eben vorinstalliert sind. Und ja, wie gesagt, mit der App, die lade ich mir dann noch runter. Bin mal gespannt. Oh, jetzt, Countdown. Jetzt kommt mir irgendwie vor wie Silvester. Ah ja, okay. Jetzt könnt ihr den Dampf gar nicht richtig sehen. Jedenfalls ist es ja so, dass man bei Schnellkochtöpfen doch meist ein bisschen Angst hat. Also mir geht es zumindest so. Ich verwende auch keinen mehr. Und deshalb bin ich jetzt total froh, dass ich den eben testen kann. Mir ist nämlich schon mal einer um die Ohren geflogen, also ein Schnellkochtopf. Und deshalb verwende ich den nicht mehr. So, jetzt denke ich, können wir es gleich aufmachen. Und dann schauen wir mal, wie das Gericht aussieht. Fertig. Also es duftet schon mal unglaublich lecker. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt machen wir mal den Test, wie das Ganze schmeckt. So, guten Appetit, Frau Schmid. Es war richtig lecker. Ich muss dazu sagen, dass wir immer sehr würzig essen, also mein Mann und ich. Deshalb habe ich noch ein bisschen nachgesalzen. Das war jetzt aber nicht schlimm. Was mich sehr gewundert hat, dass die Nudeln wirklich auf den Punkt gar waren. Also das heißt, sie waren nicht verkocht, was für mich als Italienerin die Höchststrafe gewesen wäre. Also das war wirklich sehr, sehr lecker. Wir haben jetzt den Kondenswasserbehälter noch geleert. Da habe ich auch erstmal nachlesen müssen, aber das ist einfach hinten diese Schale. Genau, und jetzt würde ich sagen, mache ich das Gulasch. Schaut mal, man kann darin nicht nur kochen, sondern auch anbraten. Wie cool ist das denn? Ich habe erst das Olivenöl rein, dann die Zwiebeln und jetzt eben das Fleisch. Und hier fragt er mich eben dann, ob ich das Braten stoppen möchte. Also wenn ich merke, dass es mir genug angebraten ist, das Fleisch, falls es gerade deutsch war, dann kann ich das eben ausschalten und kann dann mit dem Kochen weitermachen. Richtig cool. Und der kleine Schatz ist auch hier mit am Start, ne? Ja, da musst du auch lachen, ne? Der ist immer mit dabei. Richtig cool, das Teilchen. Dazu wollte ich euch ja eigentlich auch noch was sagen. Und zwar ist der ja von Stocke. Ich hatte euch gezeigt, als er angekommen ist, als wir ihn ausgepackt haben bzw. aufgebaut haben. Also man muss das eigentlich nur aufeinander stecken. Und es ist halt richtig, richtig cool, dass er immer mit bei uns sein kann. Hier an der Seite seht ihr es, also es ist grün. Man muss diese Wippe nur drauf machen. Dann kommt eben das grüne Zeichen, dass man es richtig gemacht hat. Und ansonsten kann man die Wippe auch auf den Boden stellen, sodass er dann eben ja auch mit dabei ist. Und wenn er dann größer ist, dann machen wir das ab. Und dann kann er sich hier in diesen Hochstuhl reinsetzen. Hier war auch noch so ein Teil dabei. Also hier konnte man so ein Spiel dran machen. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Aber ich finde, dass es zu arg vor seiner Nase ist. Und da habe ich immer so ein bisschen Angst, dass er schielt. Und deshalb habe ich das jetzt mal weggemacht. Ich mache da einfach nur so ein kleines Band dran, damit er eben was zum Schauen hat, beziehungsweise dass er dann vielleicht irgendwann mal danach greift, also bald wahrscheinlich im Auto. Beim Maxi Cosi habe ich auch so ein Spiel hingehängt und da versucht er auch schon danach zu greifen. Ne? Bist du mit dabei, wenn ich koche, ne? Wenn ich koche. Kommen die restlichen Zutaten dazu, die Möhren, Tomaten, die Brühe und dann muss man das Ganze nochmal gut umrühren und den Deckel eben schließen. Alles okay bei dir? Alles okay bei dir? So, meine Lieben, wir machen es so, dass ich euch jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen was zeige, was hier eingetrudelt ist für den kleinen Schatz. Das interessiert ja doch
viele immer sehr, okay, beachte das hier jetzt nicht. Wartet, ich mache meine Haare auf, dann sieht man es nicht. Also, das Gulasch, das kocht jetzt in meinem Cook for me, also der kocht jetzt für mich, wie der Name schon sagt, ne? Und bis das jetzt eben fertig ist, wie gesagt, nutze ich die Zeit. Und zwar ist was eingetrudelt vom Online-Shop Petpet, falls ich es richtig ausspreche. Und ich habe da jetzt einiges bestellt. Ich habe erst gedacht, naja, ist wahrscheinlich so ein China-Shop. Also nicht böse gemeint, aber dass es halt von der Qualität einfach nicht passt. Und deshalb wollte ich es einfach mal testen. Und ich bin echt total überrascht, also positiv überrascht. Und zwar habe ich zum Beispiel unter anderem diese Lätzchen hier bestellt. Da waren jetzt 5 Stück in einer Packung. Und das ist so krass von der Qualität. Also die sind doppelt genäht. Und das Vernähte hier ist echt so, so hochwertig. Das könnte ich sogar mit Zara vergleichen. Aber vom Preis ist es halt wesentlich günstiger. Und da habe ich mich natürlich total gefreut. Im Moment brauchen wir recht viele Lätzchen, ne? Genau. Also wie gesagt, ich war positiv überrascht. Ne? Dann habe ich hier zum Beispiel noch so ein Pyjama bestellt. Ich habe allerdings einen Fehler gemacht und zwar habe ich alles ein bisschen groß bestellt, also zu groß. Ich dachte halt, dass es kleiner ausfällt. Ich meine, reinwachsen tut er so oder so, ne? Da kann man nichts falsch machen. Das ist halt ein bisschen schade, weil ich gedacht habe, ich kann die Sachen dann jetzt schon anziehen. Aber ist kein Problem. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich die Sachen zu klein bestellt hätte. Dann habe ich hier noch so ein Pyjama mit Elefanten. Dann habe ich hier dieses süße Teilchen. Schaut mal, wie das aussieht. Auch total goldig. Dann habe ich noch was besonders Schönes, wie ich finde. Und zwar dieses hier. Das ist ein Hemd. Das sieht so aus. Und dazu diese Hose. Wie süß sieht es bitte aus? Und da sind auch noch Hosenträger dabei gewesen. Wo sind sie? Ich zeige sie euch dann gleich, wenn ich sie finde, hier in diesem Chaos. Jedenfalls ist das als Set total süß und auch sehr hochwertig. Also ich war gestern bei Zara und hatte ein Hemd ausgesucht für 24,95 Euro. Und da kommt die Qualität auf jeden Fall hin. Und das ist, wie gesagt, wesentlich günstiger gewesen. Ich kann euch das ja mal unten in die Infobox verlinken. Und ja, hier noch ein Pyjama. Auch von der Qualität richtig, richtig gut. Hier, total süß. Aber wie gesagt, leider zu groß. Sehr, sehr schade. Dann habe ich hier noch ein Zebra. Auch total goldig. Ist das nicht süß? Da war auch noch dieses Mützchen hier dabei, glaube ich. Oder war das von einem anderen Set? Nee, ich glaube, das war von dem Set hier. Ja, wartet. Was ein Chaos hier auf meinem Tisch. Aber das ist gut, dass ich euch das jetzt zeige. Ich wollte es nämlich alles in die Waschküche bringen und waschen. Ja, und dann nutze ich das jetzt einfach, wie gesagt, dass ich es euch jetzt erst noch mal kurz zeige. So sieht das aus mit der passenden Hose. So. Goldig, ne? Ich glaube, da war jetzt die Mütze dabei. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Jedenfalls werde ich euch auf jeden Fall darüber berichten, wie es nach dem Waschen war. Also wie sich das Material verhalten hat. Da willst du auch mit erzählen, ne? Ja, dann noch das da hier. Das war aber, glaube ich, auch ein Set. Das bin ich mir gar nicht mehr sicher. Volles Durcheinander, weil ich das alles meinem Mann gezeigt habe. Ja, nicht schlimm. Ihr seht es ja dann auch auf Instagram. Und hier zum Beispiel habe ich noch was bestellt für Bilder. Das finde ich auch so schön. Das ist halt eine tolle Erinnerung dann, ne? Ja, hatte ich von meinen Jungs nicht. Und dann habe ich noch diese kurze Hose mit den Trägern. Und genau, ach da, genau, dazu gehört das T-Shirt. So, jetzt haben wir es aber. Genau, dazu gehört das T-Shirt. Und diese Fliege hier. Und das haben wir noch. Ja, so sieht das aus. Auch richtig, richtig süß. Da ist der Lieferschein. Jawohl. Ging auch total schnell mit der Post. Also ich glaube, ich habe 6 Tage, glaube ich, gewartet. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ja, da ist mein Lieferschein. Ja, und ach, hier sind auch noch so Hosenträger. Wo gehört das jetzt dazu? Ja, muss ich dann mal schauen. Alles auseinanderklabustern. Ne?
So, jetzt warten wir mal, bis das Gulasch fertig ist, ne? In der Zwischenzeit bringe ich das runter in die Waschküche. Und ja, dann schauen wir mal, wie das Gulasch geworden ist in meinem Cook for Me Connect. Das muss ich mir noch einprägen, weil es ist ja total einfach, ne? Gell, mein Schatz? Ne? Okay, und dann sehen wir uns gleich wieder. So machen wir es. Alles in die Waschküche. Halbe Stunde ist jetzt um. Jetzt schauen wir mal, wie zart das Fleisch ist. Also nach einer halben Stunde kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil Gulasch ja wirklich 1,5 Stunden eigentlich köcheln muss, mindestens. Oh mein Gott. Guck mal, ich gehe nur ganz leicht mit der Gabel hin. Ja, Wahnsinn, eine halbe Stunde. Das gibt's ja gar nicht. Also richtig krass. Ich hoffe, dass es jetzt meinen Jungs schmeckt. Ich werde euch auf jeden Fall gleich Feedback dazu abgeben. So, ein kurzes Feedback von meinen Jungs. Die Teller waren komplett leer, also sie haben das komplette Gulasch aufgefuttert. Ich habe noch nie so ein zartes Fleisch in so kurzer Zeit gehabt. Also Gulasch braucht ja normalerweise wirklich 1,5 Stunden im Topf. Der absolute Wahnsinn, wenn ich es jetzt nicht selbst zubereitet hätte, hätte ich es wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Also ich bin schwer begeistert. Es sind ganz viele verschiedene Gerichte, die man kochen kann. Also Rezepte, die vorprogrammiert sind. Die Jungs haben sich jetzt schon Nachtisch ausgesucht. Ich werde da noch ganz, ganz viel testen. Werde euch dazu auch auf Instagram mitnehmen. Also schaut da gerne vorbei. Alle Infos schreibe ich euch mal unten in die Infobox, falls euch sowas auch noch interessiert. Ich für mich kann sagen, dass ich es für sehr, sehr positiv jetzt für mich empfunden habe, denn ich habe nur einen Topf, den ich spülen muss. Ich habe eine Energieersparnis gehabt. Ich kann in der Zwischenzeit, während die Sachen kochen in diesem Kochtopf, andere Dinge erledigen. Also sprich, ich kann E-Mails beantworten. Ich kann hier im Haushalt was machen. Ich kann mich um den Kleinen kümmern und kuscheln zum Beispiel. Der ist jetzt übrigens gerade eingeschlafen. Und ja, also dieser Begriff Cook for Me macht tatsächlich jetzt in dem Fall Sinn. Also das Teil kocht für mich und ich kann mich um andere Dinge kümmern. Vor allen Dingen, man hat wirklich ein Gericht, was gelingt, wenn man jetzt zum Beispiel nicht so gerne kocht oder noch nicht so viel Kocherfahrung hat, dann hat man da definitiv was, womit man punkten kann und weiß auch, dass am Ende ein Gericht rauskommt, das auf jeden Fall gelingt. Ja, also so viel dazu. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat, dieser kleine Test. Lasst mich das sehr, sehr gerne wissen. Und ansonsten, ja, hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und ich muss jetzt nur einen Topf spülen. Wie cool ist das denn? Auf geht's!